Grundschule. Hier wurde bis zum Jahr 2004 unterrichtet. Es liegt in drei Ländern, in Polen, Tschechien und Deutschland. Die höchste Erhebung hier ist die Lausche mit einer Höhe von 793 Metern. Und die Lausche ist die einzigste Bergwelle hier aus Malinkirchen. Alle anderen Berge und Gipfel bestehen hier aus Sandstein. So, wir biegen jetzt hier vorne rechts ab Richtung Rhein, geradeaus geht's zum Luftkurort nach Löschendorf. Weil hier bis zum Jahr 1990 auch als solche genutzt wurde. Der Schanzenrekord liegt hier bei 42,5 Metern, gehalten von dem Skispringer Helmut Recknagel. Die Anlage wird auch als solches erhalten. Der Innenminister Heinz Egger, welcher bis zur politischen Wende in Eupin in der Bergkirche als Pfarrer tätig war. Er wohnt hier auf der rechten Seite in dem grünen Haus mit dem braunen Holzverschlag. Die jetzt hinten im Hänger sitzen, wo sie ein bisschen durchgeschüttelt werden durch die So, und ab hier ist dann auch die Straße für den öffentlichen Personenverkehr gesperrt gefunden, also nur die Angestellten der beiden Bergbauten bzw. die Urlauber, die oben eine Zimmer oder eine Ferienwohnung haben, nach oben bzw. auch nach unten.
die maximale Steigung, was wir hier an der Straße haben, das wären 30%, das heißt also 30 cm Höhe auf einen Meter Länge gemessen. Die Hochwaldpaule. Wir biegen jetzt hier vorne links ab Richtung Dombaude und den Aussichtsturm. Ich sag ja schon, er ist 13 Meter hoch und von oben hat man einen wunderbaren Blick in das Oberlausitz. Nach unten abgestiegen. Auf der linken Seite das große weiße Gebäude, das wäre die Kammbaude. Und dahinter verläuft dann auch die Gleise zur Tschechischen Republik.
Bitteschön.